Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe von der Daily Dose Runes of Magic. Ich kann es selbst gar nicht mehr glauben, dass wir endlich mal wieder weitermachen. Eieieiei, ist das lange her, ist das lange her. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, ob ich noch Runes of Magic überhaupt noch spielen kann. Also, ja, es tut mir sehr, 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 sehr leid, dass ich so lange nichts von mir hab hören lassen. Das hat natürlich seine Gründe. Auch wenn das jetzt sich anhört, als wären das vorgeschobene Gründe, so war das doch für mich eine Sache, die dann doch mich sehr belastet hat, sagen wir so. Also, ich habe jetzt die letzten Monate sehr, sehr intensiv an meiner Bachelorarbeit gesessen. Bis zuletzt, Ende März, habe ich die Bachelorarbeit dann endlich abgeben können und hatte dann Anfang April doch mein Kolloquium und danach kamen dann ja die ganzen Osterfeiertage und sowas alles, sodass das jetzt letzten Endes ein bisschen länger gedauert hat, als ich wollte, bis die erste Folge wieder online gehen konnte oder online gehen kann. Aber ja, jetzt kommt wieder dieser Teil, in dem ich irgendwie was verspreche und Besserung gelobe. Ich kenne mich ja mittlerweile genauso gut wie ihr mich. Und ja, ich möchte aber nichtsdestotrotz noch ein weiteres Mal Besserung geloben. Ich selber erhoffe mir, dass ich in der nächsten Zeit ja, es besser hinbekomme und mit euch dann wieder etwas häufiger in die Welt von Runes of Magic. Uiuiui. Dumpfes Getöse, wieder öfter in die Welt von Runes of Magic eintauchen kann. Wir haben eine unglaubliche Menge eigentlich noch zu erledigen, also von daher gibt es eigentlich keine Gründe, nicht wieder weiterzuspielen. Zumindest von der Seite aus mit, ne, ja, bezüglich des Weiterspielens und dessen, was wir alles zu tun haben. Was rede ich eigentlich jetzt für einen Stuss? Ich merke eindeutig, ich habe viel zu lange keine Let's Plays mehr gemacht. Auf jeden Fall, denn während ich versuche zu spielen, kann ich mich überhaupt gar nicht mehr konzentrieren. Normalerweise lief das ja immer ziemlich einfach, dass das Spielen so automatisiert war und so. Ich sag gerade 10.000 Mal und so. Dass das Spielen halt relativ automatisiert war und allgemein man viele Dinge, ja, nebenbei machen konnte. Vor allem das Erzählen konnte ich gut nebenbei machen. Das muss jetzt leider gerade ein bisschen zurückstecken, sozusagen. Dadurch, dass ich hier versuche, zumindest ein bisschen Content mal zu bringen. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was jetzt überhaupt zur Sache war. Ich weiß, dass jetzt wohl zwischendurch nochmal wieder ein Content-Patch war in Rom. Es ist wohl ein bisschen was Neues hinzugekommen. Hat das meine Karte? Gerador? Nein, nicht ganz, glaube ich. Doch, Chorus und sowas alles. Genau, das sind die neuen Inseln. Genau, es sind. Genau, es gibt jetzt ja Inseln mit dem Chapter 5. Quatsch. Chapter 6. Ja, wir sind jetzt im Chapter 7. So, Chapter 7. Chapter 6 gab es ja offiziell nicht. Genau, und jetzt mit Chapter 7. Genau. Da sind jetzt Inseln als neue Gegner hinzugekommen. Und eigentlich bin ich mega gespannt, die mir mal anzuschauen. Aber wir hängen noch so weit zurück. Ich glaube, ich werde in der nächsten Zeit etwas häufiger mal mit unserem Main spielen. Und wenn wir einfach nur mit dem Main, was weiß ich, im Livestream oder so ein paar Mal die Schmetterlingstagesquests machen, um dann die dritte Klasse hochzukriegen, um dann letzten Endes über den Weg vielleicht möglichst bald mal in neuere Gebiete zu kommen. So, das ist vielleicht so eine Idee, die ich gerade habe. Ich habe jetzt auch tatsächlich seit Ende Februar eine neue Internetleitung, bin auch dazu noch nicht gekommen, die vernünftig auszutesten. Ich soll jetzt angeblich den fünffachen Upload haben zu dem, was mir vorher versprochen wurde. Fünffach? Nee, Quatsch, zehnfach. Vorher hatte ich 1 Megabit pro Sekunde, jetzt soll ich 10 Megabit pro Sekunde haben. Es ist noch lange nicht das Weltbewegende, aber es ist ein Anfang und ich würde damit gerne mal wieder versuchen zu streamen. Vielleicht kann ich ja so einen 720p-Stream damit halbwegs vernünftig hinbekommen, dann können wir mal eine längere ROM-Session machen. Ich wollte ja sowieso mal mit euch nochmal eine längere ROM-Session im Stream machen. Ich habe sowieso jetzt eigentlich wieder eine Menge Projekte geplant, aber ich will es jetzt erstmal tatsächlich in der Anfangsphase langsamer angehen. Kommendes Wochenende habe ich eine längere Aufnahmesession geplant. Dort muss ich dann erstmal halt meine laufenden Projekte versorgen. Das heißt, insbesondere Siedler 4 und Roots of Magic wollen unbedingt neue Folgen haben.
Kann ich ja auch gut verstehen, denn es gab ja lange nichts mehr. Vielleicht schaffe ich es auch noch ein weiteres Spiel komplett aufzunehmen. Ich muss aber auch gucken, dass das alles so ein bisschen im Rahmen bleibt. Ich habe aktuell einen Nebenjob, der versorgt werden möchte. Und ja, Uni möchte ich jetzt, da geht ja jetzt auch wieder los. Ich bin jetzt im ersten Mastersemester und ja, muss auch da mich ein bisschen ranhalten, dass das wieder, dass ich da nicht abfalle, denn gerade im Master möchte ich jetzt doch ein bisschen mehr Wert darauf legen, auch richtig gute Noten zu schreiben. Weil man ja damit letzten Endes dann in den Beruf gehen muss in den, mit den Noten und so. Ne? Also von daher, ja, könnt ihr, glaube ich, alles weit nachvollziehen. Ich möchte mal ganz kurz gucken, was es denn Neues im Shop gibt. Ich habe ja auch ewig nicht mehr in den Shop reingeschaut, also von daher. Rat des Schicksals gibt es immer noch, nur für kurze Zeit. Was gibt es denn hier nur für kurze Zeit? Einsteigerpaket, das gibt es aber schon ewig. Das ist eine ganz schön lange kurze Zeit. Item Shop Einweihungsei der Erfahrung. Damit kriegt man was? Fertigkeitstrank, wir fangen. Ernsthaft, das ist ja. Da musste ich mich schütteln vor so einer. Ich sag nichts. So. Transformations. Begleiterfutter. Okay, ich dachte schon, wenn ich nur so mich jetzt für eine Stunde da umwandeln kann, dann wäre das ein bisschen Abzocke gewesen. Wabbit-Begleiterei, schwarze Wabbit-Begleiterei. Oh, wie süß. Titelgeschenkpaket. Einfache Regenbogen-Eierteller, also ein bisschen, ja. Wabbit-Reittier, oh, das ist, wir müssen unbedingt mal ein Reittier eigentlich haben, ne? Ich kann hier aber nicht. Doch, man kann hier eine Ansicht machen, aber ich möchte eigentlich ja nicht den Wabbit ansehen, sondern ich möchte eigentlich. Eigentlich würde ich gerne wissen, wie schnell das Ding ist. Vielleicht können wir dann halt immer auf dem ja, Pferdchen hier rumreiten. Ne? Naja. gut. Wir haben noch eine neue Fertigkeit erworben, sehe ich gerade. Bewegungseinschränkung, die nehmen wir hier mal mit drin in unsere Liste. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss mit der Daily-Dose. Ich muss die nämlich noch hochladen und wir haben jetzt gerade 20:24 Uhr. Ja. In den nächsten Tagen sollte es ganz regulär dann wieder Daily-Dosen geben und zur kommenden nächsten Woche, wenn alles klappt, auch wieder normale Folgen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid nicht alle mir verloren gegangen in der langen Pause und wünsche euch auch noch einen schönen Abend und ja, bis bald. Ciao, ciao.